guten Abend, das ist Schweiz aktuell mit diesen Themen. Bahnbrechendes Projekt Fachhochschule Nordwestschweiz Windisch, das die Güter unterirdisch durch die ganze Schweiz transportieren. Das Rad neu erfunden. Die Walliselle setzt man als Energiequelle auf altbewährtes. Und nach dem Rechten schauen, die Lebensmittelkontrolleure schauen heute in unserer Serie einem Bauer im Kanton Bern genau auf die Finger. Die Melander-Fischfarm im St. Gallischen Oberried ist so gut wie zu. Hans Raab hat heute dem Kanton mitgeteilt, dass alle schlachtreifen Fische töten und nur noch Jungfisch in der Fabrik sind. Die will der Züchter in seinen Versuchsbetrieb nach Deutschland abtransportieren. Mit dem hat Hans Raab zwei Tage vor dem Ablauf der Frist alle Auflagen vom Kanton St. Gallen erfüllt. Wie es mit der riesigen Fabrikhalle weitergeht, weiss niemand. Der Züchter hat dazu keine Stellung nehmen. Mehr zum Hans Raab ist heute Abend um 10 vor 9 in Rundschau zu sehen. Ein Hintergrund, der zeigt, dass er in Deutschland mit der Behörde auf Kriegsfuß steht und Geschäftspartner auf beiden Seiten vor Grenzen vor den Kopf stößt.